Guten Morgen, liebe Sorgen. Habt ihr bei dem Bump unsere Freunde die Gnocchi wiedererkannt? Rühren, rühren, Tee. Wir haben Tee. Dass meine Bonbons dann bei diesem schönen Teeglas. Diese Thermogläser sind übrigens, die ich hier habe, die sind übrigens für das komplette Jahr total gut zu gebrauchen. Fast einen halben Liter, nee, 0,3 fassen die, glaube ich, weiß ich nicht genau, oder 0,5. Was natürlich für verschiedene Getränke interessant ist und was im Winter wärmt, kühlt im Sommer dementsprechend gut. Das ist doch sehr erfreulich. Wir haben das Thumb hier. Dö, guten Appetit. So sehen Gnocchi aus, wenn sie mit kleinen Bohnen verziert wurden und Tomätchen. Sauce Hollandaise, sehr lecker, köstlich. Vielen herzlichen Dank für das leckere Essen. Und das kann ich empfehlen, wer das mal ausprobieren möchte. Überbacken, einfach nur gut und lecker. Und da lasse ich euch mal ein bisschen dran teilhaben, weil ich gerade so ein bisschen Thumbnail faul bin. Denn ich bin hier noch nicht so weit irgendwie so aus der Butze rausgekommen, dass ich hätte sagen können, ich mache jetzt unheimlich viele Fotos für meine Serie, die auch irgendwann zu einem Ende kommen wird. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Denn die läuft zwar noch so weiter und ich brauche so langsam, wenn ich da so Lücken habe, meine Halde auf. Aber denn Ende ist absehbar, weil spätestens im Sommer bin ich draußen ein bisschen mehr aktiv. Ganz am Anfang von den Wayfarer-Dingern gucke ich mir ganz gerne die Kriterien an, Zulassungskriterien. Wir lesen nur die Überschriften, weil die sind einprägsam und alles, was danach kommt, sind exemplarische, sind Beispiele, die nicht abschließend sind, die so ein Gefühl für diese Dinge geben sollen, ne? Und davon gibt es dann halt auch immer wieder Rand- oder Härtefälle, wo man dann halt mit ein bisschen Erfahrung später so auch zu Ergebnissen kommen muss, ne? Man muss dann unterscheiden zwischen urbanem Gebiet und ruralem Gebiet, um da der entsprechenden Region zur Geltung zu verhelfen. Ein Ort, der zum Entdecken einlädt. Das kann in der Stadt was ganz anderes sein als auf dem Land. Ein Ort, der zur Bewegung einlädt. Wanderwege, Radwege sind hier wichtig. Ein guter Treffpunkt, merken wir uns. Akzeptanzkriterien. Da prüfen wir zuerst die Zulässigkeitskriterien. Entdeckung, Bewegung, Treffpunkt. Dauerhaft vorhanden. Wiedererkennbarer Ort. Für Fußgänger sicher und öffentlich zugänglich, drinnen oder draußen, ne, das wird ein bisschen zu wenig beachtet. Innen wird kaum eingereicht, weil die Verortung ein bisschen schwierig vorzunehmen ist. Geht bei Google Locations ein bisschen besser, zur Not selber eine erstellen und dort weitere Fotos hinzufügen. Man kann bei einer Google Location ein Street View Foto im Innenbereich und Außenbereich machen und vielleicht sogar eine Street View Strecke, dass man von außen zum Wegpunkt laufen kann. Sicher und öffentlich zugänglich bezieht sich meiner Ansicht nach verstärkt auf den in die Realität projizierten virtuellen Punkt, von dem aus man guckt, weil man immer die Situation hat wie im Louvre, da ist ein Seil gespannt, du stehst im Zuschauerbereich, eine unüberwindbare Barriere und dann betrachtest du das Gemälde oder das Objekt, ne? Genaue Information, Titel, Beschreibung. Da setze ich häufig darauf, dass ein Ingress-Spieler kommt und dann noch Dinge verbessert, ne? Bei den Ablehnungskriterien steht der wichtigste Satz ganz am Anfang, ne? Das andere sind dann halt nur noch mal so ein Zirkel, so eine Zirkelprüfung. Zulässigkeitskriterien nochmal. Unzulässiger Ort oder Objekt, das ist wie bei den Akzeptanzkriterien. Und dann gibt es da noch weitere Beispiele: missbräuchlicher Ort. Unzulässige Beschreibung, unzulässige Fotos, bla 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 bla. Das muss man sich selber durchlesen. Am wichtigsten ist hier oben allerdings der allererste Satz. Vorschläge und Änderungen können abgelehnt werden. Können ist weniger als sollen und es ist ganz, ganz viel weniger als müssen. Und den Satz oder diesen Teilsatz sollte man sogar
derart lesen: Vorschläge und Änderungen können sogar vollständig abgelehnt werden. Das heißt, bei diesem Können verhält es sich in der Regel sogar so, dass sie nicht vollständig abgelehnt werden, sondern in der Regel nur teilweise, indem sie halt weniger Sterne bekommen. Das sage ich mir am Anfang von so einer Bewertungsrunde selber immer noch mal ganz gerne. Denn das muss man halt einfach im Gedächtnis haben. Die Leute sollen ja ein bisschen Spaß haben, haben einen ganz weiten Ermessensspielraum, was sie auf ihrer Spieloberfläche vorfinden wollen, auch wenn sie zum Beispiel Missionen kreieren, was ein gewichtiger Wegpunkt ist. Und wenn man für die eigene Region bewertet, kann man natürlich sagen, das ist ganz grausam, was da eingereicht wurde und da vielleicht auch ein bisschen arschig sein. Aber für Regionen bei anderen Leuten, die wissen, was sie machen, ne? Da musste das dann halt so ein bisschen Elefantengarage. Würde ich jetzt nicht unbedingt einreichen, aber kann auch ein Rettungsanker sein im Außenbereich, wenn man sonst nichts weiter hat, ne? Also von daher dem nicht ganz verschließen. Ich bin da so weit, dass ich dann sage, hier hast du eine Zeichnung. Ne? Also von daher gucken wir mal, ob die da sein kann. Wenn die wenigstens sein kann. Wir sehen hier eine Garagenleiste. Der Pöppel, das ist eigentlich das Wichtigste bei Wayfarer, ist hier auf der Garage. Die Ingress-Spieler müssen den virtuellen Punkt, der hier ganz unten unter diesem roten Punkt von dem Pöppelchen projiziert wird, betreten können, damit sie die Mods im Inneren eines Portals mit Ultra Strikes bespielen können. Das bedeutet, der Pöppel, was immer auch passiert, wir gucken erstmal nach Street View, haben wir natürlich nicht, wie traurig, der muss verschoben werden. Wir schalten die Ampel von Rot auf Grün, indem wir den Pöppel hier in einen öffentlichen Bereich auf den Bürgersteig ziehen. Danach gucken wir uns diese Garagenleiste nochmal an. Da sind unterschiedliche Garagen, ist auch sehr vorbildlich freigeräumt worden, diese Garage. Also wirklich top. Und dann sehen wir hier ein lustiges Gebäude, quadratisch praktisch gut, die Straße runter. Das ist sehr nett fotografiert, weil hier hat jemand uns die Akazienstraße präsentiert. Hier hinten hast du nochmal markante Architektur und hier ist so eine Solarwasseraufbereitungsanlage. Da gucken wir mal, ob wir das finden können. Ne? Also technisch ist es eine gute Einreichung, weil wir sehen hier diese Einflugschneise für die Garage. Das ist ungefähr so gut wie das Portal nochmal abgelichtet auf dem Foto zur Einsendung, weil man so eine Verbindung herstellen kann. Und dann sehen wir von der Umgebung Architektur etwas, was nach oben, ne, von da, wo das Foto gemacht wurde, ist, so markant ist, dass man es erkennen kann oder auf der Karte eingezeichnet ist wie die Akazienstraße. Und wir sehen hier noch weitere Garagen. Da können wir jetzt rein theoretisch abzählen. Eins, zwei, drei, vier ist die vierte Garage. Und da könnte man jetzt sogar nochmal hier unten gucken. 1, 2, 3, 4, das ist die vierte Garage. Ziehen wir dich doch vor die vierte Garage da, bitteschön. Dann ist es noch ein Tick genauer. Und wir wollen dann jetzt, was wollten wir jetzt überall sagen? Akazienstraße, ne? Du bist in der Akazienstraße und das ist normal Akazienstraße, weil das so eine Abzweigung Akazienstraße Hausnummer ist. Hier ist die Solaranlage und wir hatten hier irgendwo nochmal so ganz markante... Hier ist dieses markante Gebäude. Ich verschätze mich bei der Entfernung häufiger, wenn ich diese Karten betrachte. Quer und direkt dran, so ein Dings. Ne? Also, das ist dann noch von der Architektur noch sehr gut zu erkennen. Ist also von der Technik der Einreichung her vorbildlich, ne? Dass man das sehr, sehr gut verorten kann. Und von daher gibt es natürlich auch... Zup, zup, zup. Sehr schön. Super gut gemacht. Und dann wollen wir nämlich hier ein bisschen gucken, dass wir dann auch weiterkommen. Ich muss meinen Stift noch abbauen. So, ne, wir machen heute so ein bisschen Holter-die-Polter-Aufnahme. Das merkt ihr ja sicherlich auch. Da wollen wir dann mal ganz gemütlich weitergucken. Und meine Bonbons lösen sich doch langsam auf. Kindergarten, Hardemsdorf. Ein Kindergarten an sich ist nichts, wenn es ein öffentlicher... Wenn so eine öffentliche Einrichtung ist, findet sich an so etwas häufig Kunst. Für den Kindergarten alleine interessiert sich niemand. Ja? Umrühren. Hier sehen wir keine Kunst. Wir sehen angeklebte kleine Osterhasen. Das ist aber nur eine temporäre
eine temporäre Geschichte. Diese ganze Geschichte hat, sie ist keine Kunst, kein Wandgemälde, irgend so etwas in der Art. Den Kindergarten selber würde man dann auch nicht einreichen, sondern die Skulptur, der bunt angemalte Zaun, das Wandbild würde man einreichen und dann ist zufällig ein Kindergarten dabei. Ne? Dass man das dann halt von Bürgersteig aus das Wandbild betrachtet, die Skulptur betrachtet, die Kunst, was dann da noch zusätzlich angebracht worden ist. Kindergarten Hadamsdorf fällt dann unter dem Ausschlussgrund, wo haben wir es denn? Was auch so ein, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Ort. Da ist Ort und dann hast du hier Schule. Dazu gehören auch Kinderaufbewahrungsstätten. Ne? Pums, weg damit. Ne? Wobei das nicht ganz ersichtlich ist, weil du hast ja auch so Kinderaufbewahrungsstätten wie Spielplätze oder sowas in der Art, wo du dir denkst, ja, wo ist denn jetzt, warum das eine und nicht das andere und keine Ahnung, weiß ich nicht. Nicht drüber nachdenken, wenn es nur der Kindergarten ist, weg, wenn es Kunst beim Kindergarten ist, selbstverständlich. Ne? Der Kindergarten hat vielleicht eine zu kleine Zielgruppe, während sich der Spielplatz immer noch an alle richtet, ne? An die gesamte Bevölkerung. Hat der Kindergarten da an sich mit, wenn da nicht Kunst dran ist, dann richtet es sich wieder an alle. Ansonsten ist das wie bei einer Schule. So ein kleiner, 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 kleiner. Der Pöppel muss ja auch immer in der Öffentlichkeit sein. Oh, und hier haben wir also auch ein Privatgrundstück mit dem Pöppel mitten rein. Und wir sehen ein Vogelhaus auf einer Metallstange. Dieses Ding ist mobil, das ist auf dem Rasen abgelegt worden, das ist da dran gespeichert. Das ist da wahrscheinlich, oder sogar ein kleines Vögelchen drin. Guck mal. Da, sehr schöner Schnappschuss. Zwei Ameisen sind da gerade am Knuspern. Siehst du mal, was ist das hier nochmal gewesen? Ah, das war die Garage, das war eine gute Einreichung. Hier bekommen wir natürlich direkt am frühen Morgen Appetit. So ein Vogelhaus ist vielleicht ein bisschen. Hier geht's rauf, das ist die Straße, die rauf führt. Hast du ein Street View gemacht? Du kannst so ein Vogelhaus ja. Hier ist. Nadel. Laub. Nadel. Hier geht es möglicherweise into the wood. Das wissen wir nicht, ob das eine öffentliche Einfahrt ist. Hier ist ein Beet. Ne? Okay, dann sehen wir hier. Hier ist ein Beet. Hier geht's hoch. Und hier müsste dann irgendwo ein Nadelzeug sein. Ich hoffe, dass es da ist. Dieser Pöppel kann natürlich nicht da bleiben. Du möchtest da dein Vogelhäuschen haben. Du kriegst hier den Pöppel in die Öffentlichkeit gesetzt bei der Einfahrt. Das scheint ein öffentlicher Weg zu sein, wo es in den Wood geht, weil wir können anhand des Beetes erkennen, dass da diese Grundstücksgrenze verläuft. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich will es nicht komplett ablehnen. Optisch einzigartig ist übrigens eine sehr schöne Konstruktion, weil du kannst es kippen und wegrollen. Ne? Also wie mit den Gartenmöbeln. Ne? Im Sommer stellt man die Uhr vor. Ne? Da kommen die Gartenmöbel vors Haus und zum Winter hin kommen sie hinten in den Keller, zurück in den Keller. Was haben wir denn hier? Optisch einzigartig kriegst du zwei. Sicherer Zugang ist jetzt gegeben. Es geht hier um diesen virtuellen Punkt und dann betrachtet man das Vogelhäuschen im Dings. Und die Frage ist: Ist es denn, ich weiß es nicht, ist es jetzt reine Schlechtigkeit, dass ich das durchwinken will? Bad Grund. Im Harz habt ihr da keine anderen Portale? Das ist, glaube ich, so ein Ding. Ihr habt nicht ein einziges Portal. Deswegen würde ich sagen, ist es. Hier müsste man einfach Vogelhaus. Gibt es als Objekt. Wir machen hier Vogelhaus. Dann kann das irgendwie. Das wird bestimmt nochmal gegengeprüft. Und dann kommt irgendein Onkel oder irgendeine Tante und sagt, Vogelhäuser müssen wir uns ganz genau angucken. Und wenn es zu klein ist. Möglicherweise dann doch saisonal, zumindest mobil, dann wird es vielleicht doch abgelehnt. Aber keine Ahnung, weißt du was, Bad Grund, da ist nichts weiter sonst. Ne? Wir wollen die Spieloberfläche ja auch irgendwie bespielbar machen. Ne? Badesee, absolutes Bade- und Strandverbot für Hunde. Badeseehof Innbruch, Badesee auf Campingplatz Hof. Dieses Schild, also das hätte man ein bisschen anders einreichen, hier hätte man auch den See fotografieren können. Meiner Ansicht nach. Für andere Leute hätte es natürlich wieder nicht gereicht. Badesee ist die Ortsbezeichnung. Deswegen ist das als Waypoint-Foto eingereicht. Und hier unten sind Verhaltensmaßgaben. Man hätte das vielleicht tauschen können, irgendwie so ein Stück weit als Bild. Hätte können, hätte, hätte Fahrradkette. Ne? Wir wissen, es ist ein öffentlicher Platz. Ne?
als Badesee. Ist ein Badestrand für Menschen, ne? Deswegen möchten da nicht irgendwelche pelzigen Tiere da in dem Ding sein. Wir haben hier, müssen wir mal ganz kurz abchecken, einen, da hinten ist der Sandstrand. Das geht ja also rund. Das ist eine Lache. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir hier, diese Rutsche haben wir nicht gesehen, aber wir haben gesehen, dass hier unten hinten mehr weißer Sandstrand ist und hier weniger. Das heißt, das Schild steht da. Das heißt, wir machen dann da richtig näher ran, dass wir einen Schatten davon da können wir sehen. Weißt du was? Ich schieb dich hier zu dem Schild rüber. Machen wir das so. Und du bist ein öffentlicher Platz. Vielleicht können wir noch gucken, ob es Badesee gibt. Gibt es einen Badesee? Badebereiche, Erholung im Freien. Siehst du mal, hast du Badebereich, Erholung im Freien. Absenden. Viel Spaß damit, ne? Oh je, Mini, fasst euch nicht ins Gesicht, ne? Wenn ihr draußen unterwegs seid, Mund-Nasen-Schutz tragen. Wenn ihr Probleme habt, euch immer damit zurechtzufinden, wo Bereiche sind, wo es verpflichtend ist und wo nicht, tragt sie einfach generell. Trinkt warme Getränke, das ist so mein, was ich gerne mache, ne? Also nicht, dass es was bringt, aber mir gefällt es. Und ansonsten hustet in die Armbeuge, wenn ihr husten müsst und vergesst das häufige Händewaschen nicht. Ne? Und viel Lüften natürlich. Lüften, 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 habe ich heute auch schon gemacht. Bushaltestelle mit Graffiti. Und das ist Kupteice. Und da steht auch wieder Dingsbumskirchen. Das ist aber leider mit Tag, ne? Und da steht AKAP irgendwas, ne? Das ist nicht so toll. Ist ein bisschen blöd, ne? Dass das so beschmiert worden ist, eure Bushaltestelle. Die macht ja gar keinen Eindruck, ein Treffpunkt zu sein beim Wacholderweg. Vielleicht ein bisschen zu viel Wacholder-Schnaps genascht, als das angemalt worden ist. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Bushaltestelle mit Graffiti. Rums. Bups. Sonstige Ablehnungsgründe. Graffiti. Tags. Und AKAP. Zack, absenden. Dann haben wir hier Spielplatz Lüdelsen. Der öffentliche Spielplatz von Lüdelsen, der mit Klettergerüst, Rutsche, Schaukel und viel mehr zum Toben und Tollen einlädt. Na gut, wenn ihr meint, dann habt ihr hier noch einen weiteren Spielplatz, den wir da noch mit hinzufügen können. Spielplätze sind No-Brainer. In die Armbeuge nicht vergessen. Und hier gucken wir mal. Spielplätze kann man im Allgemeinen sehr gut verorten. Das ist auch ganz fein gemacht, weil wir haben den Pöppel mitten auf dem Gelände. Da kann man dann also schön drauflatschen. Wir sehen den Spielplatz. Wir können auch gucken, ob wir dann den Spielplatz in der Schmiedestraße auf Google hinzufügen können. Welche schreiben wir jetzt erstmal? Spielplatz. Uiuiui. Erholung im Freien. Für wen? Also haben wir hier Google. Hier ist auf der Satellitenkarte, die wir sehen, steht der Schriftzug Google. Linksklick darauf, öffnet sich Google Maps in dem Bereich, den wir gerade bearbeiten. Wir merken uns, wenn wir Probleme bei der Verortung haben und den Waypoint so interessant finden, dass wir näher recherchieren wollen, ob er denn da ist. Man kann ihn auch direkt ablehnen. Der Einreicher, also der Wayfinder, ist in der Bringschuld. Alle Informationen so darzulegen auf der Oberfläche von Wayfarer, dass man den Wegpunkt verorten kann. Deswegen empfehle ich, wenn eine Google Location vorhanden ist, die URL mit anzugeben, weil die Google Location werden nicht immer angezeigt, hier bei dem Kartenausschnitt. Street View zu machen, ne? Das ist halt eine ganz große Hilfe. Hier auf Maps steht einem natürlich auch Street View mit Hackman zur Verfügung, tut es aber sowieso auf der Wayfarer-Oberfläche auch. Ne? Hier haben wir dann also wenig, wenig Erfolg. Schmiedestraße ist das und dann fragen wir einmal, was ist hier? Lüdelsen haben wir nichts weiter. Dann machen wir hier Spielplatz, Schmiedestraße, fehlenden Ort hinzufügen. Spielplatz, Schmiedestraße. Da unten in der Kategorie wollen wir natürlich auch Spielplatz einfügen. Achso, dann machen wir das so. Spielplatz wird hier unten schon angezeigt, können wir anwählen. Wenn wir das soweit eingetragen haben und die Kategorie ausgewählt haben, klicken wir immer nochmal auf diese kleine Karte. Da wähle ich gerne die Satellitenansicht aus, weil man dann besser verorten kann, finde ich. Und dann kommt der Pöppel mitten auf das Gelände. Hier scheint übrigens eine Informationsstele zu sein, ne? Die könnte man auch noch einreichen. Wir gehen hier auf Fertig und gehen dann auf Senden. Und dann
Guck Google nochmal, ob da eventuell ein Duplikat produziert wird. Ist hier hoffentlich nicht der Fall. Und dann können wir nämlich hier schauen. Hier scheint eine Informationsstele zu sein. Ne? Die kann man gegebenenfalls separat einreichen. Da muss man gucken, wo hier der Waypoint platziert ist. Das wollen wir gleich mal machen. Wir packen den Waypoint nämlich dann hier in den Bereich mittig ans Ende, weil man dann möglicherweise hier Potenzial hat für Gedenkstein und für Informationsstele, vielleicht sogar auch noch. Da könnte man dann eventuell weiter wildern, um lustige Wegpunkte zu kreieren. Ist das hier eine Bahnhofstraße? Ist da mal eine Bahn gefahren? Ist das ein ehemaliges Bahnhofsgebäude? Ist das hier ein Sportplatz für Pferde? Vielleicht nicht ganz. Müsste man mal so ein bisschen gucken, gucken, gucken. Fabrikweg. Hier gibt es sicherlich auch schöne Wanderwege, wo man unterwegs sein kann. Ist das eine Ruine? Ist aber da. Scheint auch irgendwas zu sein. Dorfstraße. Naja, egal. Gucken wir uns nicht weiter drum. Ich wünsche viel Vergnügen mit dem schönen. Hier ist übrigens so ein Willkommensschild, ne? Nee, der Spielplatz steht da einfach nur. Siehst du mal, ich hätte jetzt gedacht, oder. Nee, das steht auf dem Spielplatzgelände. Die Stele, die größere Stele am Anfang der Straße, die ich da als potenziellen Wegpunkt bezeichnet habe, ist möglicherweise doch eine. Ist also gut eingereicht, ne? Wir haben es also gesehen. Ist für einen Spielplatz sollte man sich vielleicht keine Fanfare geben, ist aber hier schön fotografiert. Und ich mag Fanfaren und ich mag gute Einreichungen und vor allem in dem Hintergrund haben wir das uns dann hier völlig easy. Yay! Hui! Und dann sehen wir ein bisschen weiter und machen Genie auf Absenden. Viel Vergnügen, das ist geil. Ne? Hufeisentor. Ja, da ist ein Tor mit Hufeisen. Das siehst du da. Hufeisen bringt Glück. Ne? Zugang zur Reitkoppel. Das ist also ein Sportplatz für Pferde. Und Hufeisen bringen Glück. Und dir sollen sie dann auch Glück bringen. Ein bloßes Hufeisen irgendwo angebracht. Alleine natürlich nicht. Aber das Areal hat ja Bezug zu Pferden, ne? Weil es eine Reitkoppel ist, wo man unterwegs und heute Maxis, ne, unterwegs sein kann. Da hinten sehen wir übrigens auch einen Hotte Maxi. Ne? Vor dem Hintergrund, Hufeisentor, ländliche Region ist dann da. Ich bin auch davon überzeugt, dass es da ist. Wie wollen wir das denn nennen? Bist du ein Sportplatz für Pferde oder bist du so eine Art Denkmal oder ja, kulturelles? Nee, wollen wir nicht. Wenn da die Pferdemenschen wohnen, ne? Also von daher können wir uns überlegen, wie wollen wir es denn nennen? Tor, Portal, Sportplatz für Pferde. Sportplatz. Und da wir hier kein, wie heißt denn dieses Polo haben, ne? Polo haben die überhaupt gar nicht. Machen wir absenden. Das wäre ja noch was, ne? Ehemaliges Umspannwerk Mühlhausen. Vor circa 50 Jahren stand hier das ehemalige Umspannwerk von Mühlhausen. Ja, und dann wuchsen da Bäume. Man sieht gar nichts davon und es gibt auch überhaupt gar keine Informationstafeln, aber wir sehen Gewächs. Gewächs ist sehr wertvoll, weil dieses Gewächs produziert leckeren Sauerstoff. Aber es reicht nicht für einen Wegpunkt, würde ich mal so sagen. Also machen wir hier. Kein Treffpunkt. Ach ja. Absenden. Hier. Tschüssi, tschüssi, tschüssi. Oh, eine Miezekatze. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Schaf. Ne? Also wenn man sich hier diese Beißerchen ein bisschen wegdenkt, denkt man, es könnte auch ein Schaf sein. Ne? Also weil man diese Mähne im ersten Augenblick denkt man, die setzt sich nach hinten fort und dann hat man da einen Schafi-Schaflein. Ne? Deswegen ist so ein Braunschweiger Löwe, der aussieht, der sich. Das ist ja nur Tarnung. Ne? Der Löwe im Schafspelz. Tricky, 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 tricky. Der Löwe ist da, es sind zwei Löwen, die da stehen und die passen auf, dass keiner aus dem Haus rausläuft, oder? Ist der noch außen? Nee, die passen auf, dass keiner aus dem Haus rausläuft. So gehört sich das auch. Braunschweiger Hof, ne? Rein ja, raus nein. Sehr schön. Du bist eine Skulptur. So hier hört sich das, ne? Kleine Miezekatze. Bumsi Bums. Viel Vergnügen mit dem. Da hätte ich jetzt auch mal, weil das so schön fotografiert ist, dass es aussieht wie ein Schaf, hätte eine Fanfare verdient.
Ah ja, allerdings bin ich da auch immer so ein bisschen, dass ich dann sage, oh, die Leute kriegen immer so viele Fanfaren, das ist inflationär und das soll ja dann auch irgendwie. Diese Plaketten, man findet das hier ist die Legende für die Karte, durch die man sich quasi bewegt. Das ist X3, ist ein Wanderweg. Und das, manchmal sieht man dann so kleine Plaketten, ne? So, zack. Und da steht dann nur X3. Das ist aber ein Wegpunkt, diese Plakette. Denn wir wissen, dass dieser Wegpunkt dann hier Drachenhall an der Strecke bedeutet. Genauso das Blättchen, was wir hier sehen. Ne? Oder dieses rote, was wir da jetzt auch nicht so groß sehen. Das sind Wanderwege. Wanderweg-Hinweisschilder, der Name steht drauf. Karten muss man lesen können. Lest dazu einfach den Text von dem Video von gestern und dann funktioniert das. Und wir machen jetzt hier mal ein bisschen weiter. Das hier ist also ein No-Brainer und hier bekommt man diese kleinen Dinger dann auch nochmal erklärt, ne, was sie dann halt bedeuten. Und zwischenzeitlich diese kleinen viereckigen Plaketten kann man einreichen. Das sind Wegpunkte. Was haben wir? Das steht denn da unten bei der kleinen Plakette noch drauf. Mal gucken. Heinberg Südost, bla, war irgendeine Burg, gefördert durch Europa, da könnt ihr mal sehen. Ne? Also zack, dann machen wir hier zack und dann gehen wir hier und sagen, wenn wir es noch einigermaßen verorten können, ist es ein absoluter Top-Waypoint. Und jetzt müssen wir uns überlegen, ist es da oder ist es nicht da? Hier geht es into the wood rein. Das ist dafür, damit es schön aussieht auf dem Scanner. Jo, hier siehst du totes Nadelgehölz, ne? Hier, da auch und hier auch so eine Reihe. Ist möglicherweise diesen Weg hoch fotografiert, weil wir das Gehölz da auf der Seite sehen. Ne? Wenn man sich so dreht mit dem Schild, könnte das da hochgehen. Kriegst 4 Sterne. Du bist ein Wanderweg, Erholung im Freien. Ne? Von daher, diese Dinger bitte verstärkt einreichen. Die sind sehr, sehr wertvoll, weil sie zu größeren Aktivitäten einladen. Im Freien und auch diese kleinen viereckigen Plakette immer schön einladen, weil dann kann man das wie beim Joggen machen. Noch ein Portal und noch ein Waypoint und noch ein Pokéstopp. Wir gehen weiter und auf einmal wundern wir uns, wie weit wir gekommen sind. Ne? Das ist also dann auf jeden Fall abhalftern dann kann, weil dann wandert man eine Strecke irgendwie so 10 Mal, bis man einigermaßen eine Portalkette zum Ziel hergestellt hat. Und dann steht man da und man möchte ja über eine andere Strecke auch wieder die Leute zurückleiten. Und da muss man sich überlegen, wie reiche ich die denn jetzt ein? Also von daher ist das mit den Einreichungen nicht immer ganz ideal gelöst von Niantic. Aber ich glaube, bei Niantic geht es nur ums Geld. Also da muss man sich halt überlegen, da wird nicht so ein bisschen. Ja, und da ist aber kein Licht an. Ne? Obere Wanne. Kein Licht an. Keine Lichtinstallation. Also es ist wahrscheinlich schon eine Lichtinstallation, aber ist es so kunstvoll? Als sich die Gesetzeslage änderte, musste ein automatisches Außenlicht montiert werden. Neben die eigentlich montierte man ein Licht mit einer zusätzlichen Nummer. Das ist. Also der Ort ist nicht so groß, ne? Das ist so eine Art wichtige historische Information für die Nachwelt. Ne, dass man eine Hausnummer, nee, ist kein Treffpunkt. Da gehen die Nachbarn jetzt nicht hin und guck mal, die haben da ganz viele Einsen an ihrem Haus. Was heißt denn? Nee. Kein Treffpunkt. Rumstibums. Nein. Wir gucken hier mal, dann können wir vielleicht noch was anderes finden, was man da so reinbringen kann. Oh, hier wird schon wieder getestet und geguckt und was weiß ich. Rote Route, Radrundweg gab es. Und das ist ganz nett mit der roten Route, Radrundweg, weil das so ein bisschen an Jagd auf Blauer Oktober erinnert. Radwegenetz statt Garbsen. Diese Dinge sind so Richtungspfeile für den Radweg, der da ist. Wir sehen das andere Schild eigentlich.
lesen den Rest von dem Aufkleber hier, wenn es geht. Fehlender Wege, bitte rufen Sie. Blablabla. Die Wegweiser scheint zur Orientierung wichtig zu sein. Fehlende Wegweiser, bitte rufen Sie an, ne? Wenn man sich dann nicht weiter orientieren kann. Das heißt, es ist ein Orientierungspunkt, ne? Und darüber, weil Radfahren eine von den Bewegungsarten ist, die damit gefördert werden sollen, wollen wir das natürlich ein bisschen dabei haben, weil hier könnte man auf die Idee kommen, du fährst geradeaus und tust so wut, ne? Und deswegen bist du Radweg. Ich glaube allerdings, dass es Verkehrswesen ist, ne? Weil es rot ist. Diese roten Dinger sind für Verkehrswesen und die anderen grünen sind dann die Erholung im Freien. Rot ist halt wichtig und keine Ahnung. Die Strecke scheint schön zu sein, ne? Wenn man keinen Gegenwind hat wahrscheinlich. Aber deswegen ist es auch so ein bisschen Allee, damit man da windgeschützt fahren kann. Da scheint man geschützt unterwegs zu sein. Das ist also von daher auch ein guter Hinweis auf eine sichere Strecke, wenn man die Gegend erkunden möchte. Und als Verkehrswesen auf jeden Fall eine Geschichte, die mit auf die Spieloberfläche sollte. Schön fotografiert, weil wir die Pfeile sehen. Und der Titel ist kreativ gewählt. Der gefällt mir gut, ne? Ich bin da von dem Film ein Fan. Und allein herzlichen Glückwunsch und vielen herzlichen Dank für die schöne Einreichung. Das war das hier im Außenbereich, wenn man sonst nichts hat, ne? Sowas im Außenbereich anwegen. In der Stadt selber. Immer gucken, ob man gewichtigere Wegpunkte findet, weil die Leute entdecken, wenn sie den gewichtigen Wegpunkt aufsuchen, auch immer diese Dinge, wenn sie dann mit dem Fahrrad unterwegs sind. Im Außenbereich immer schön diese Teile einreichen und insbesondere die Wanderwege einreichen, weil ich finde Erholung im Freien für die Spiele noch besser als Verkehrswesen im Freien. Ne? Also von daher, zack, die Bautz. Zums, Zidelum, Zidelum, Zidelum. Was steht da? Wer einmal um den Baum rumgeht, sicher 100 Jahre lebt. Na, wenn das ist ja ein magischer Ort, ne? Cool, machen die bestimmt alle den ganzen Tag mehrfach, damit sie auch mehrfach 100 Jahre alt werden. Und vor dem Hintergrund wollen wir den Baum natürlich auch hier sehen irgendwo. Alte Schützenstraße, wo könnte der denn sein? Hast du Street View mitgebracht? Nein. Warum hast denn du bei so einem Wegpunkt kein Street View mitgebracht? So ein Ärger. Mensch. Was bist du? Haupteingang des Friedhofs, naja. Gedenkstein. Wo ist denn jetzt der 100 Jahre Superbaum hier? Sportplatz für Pferde. Was bist du? Spielplatz, Dings. So. Hier kann man mal sehen, hier ist jemand smart, ne? Da hat also relativ kleine Ansiedlung, aber baut sich da lustig Dinge hin, ne? Die natürlich auch da sein müssen. Wir sehen hier eine grüne Fläche und der Baum ist eigentlich relativ fett. Fußweg, hinten bewaldete, vielleicht, wissen wir noch nicht ganz genau, und ein Stromkasten. Das hier ist ein Haus mit einem Giebel. Kein Stromkasten, kein gar nichts zu sehen. Er kann nicht da sein. Er kann nicht an dieser Stelle stehen. Es geht nicht. Der Baum. Das ist kein Stromkasten. Oh Mann. Wenn ich das jetzt nicht verorten kann, hast du natürlich Pech gehabt. Wir sehen hier, in diese Richtung kann es auch nicht sein. Dein 100-Jahr-Baum bereitet uns Probleme. Hier wäre ein Kübel. Aber das ist kein so ein Stromkastenhäuschen. Sorry, da kann ich dir in der alten Schützenstraße nichts hinbauen, weil wir das nicht verorten können. Du hast kein Street View? Mach mal Street View, wenn ihr da so viele interessante Punkte habt. Das würde mich immer interessieren, ob das korrekt ist. Würde ich sagen, nicht übereinstimmender Ort, ne? Dann würde ich sagen, adios. So, dann gucken wir mal nach unserem Tee hier. Damit wir auch irgendwann mal wach werden. Zwei Reihen. Landwirtschaftliches Symbol der Fruchtbarkeit und des Friedens.
Reiher und Kraniche stehen für den Frieden in Japan zumindest. Ne? Und das ist ja so nah um die Ecke, dass wir dann sagen, oh, wir möchten das als Symbol des Friedens übernehmen. Deo, 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 deo. Die da 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 da. Also, ach, siehe diesen Vorbau, da ist dieses komische Ding und da sind die Dinger. Und der Pöppel ist auf dem Bürgersteig positioniert. Wir schieben ihn noch ein bisschen weiter auf den Bürgersteig. Ne? Und dann kannst du von da aus nämlich schön die Reiher angucken. Und das ist ein, was bist denn du? Ein Wandbild, Skulptur. Skulptur. Und da wollen wir aber hier was sagen. Optisch einzigartig kriegst du zwei. Historisch-kulturelle Bedeutung drei, ne? Weil wir da haben da eben schon ein bisschen rumgedeutet. Und ich weiß nicht genau eher, ob sowas. Ich gebe dir mal zwei Sterne hier vorne. Wir verschließen uns dem Ganzen nicht vollständig. Aber wir sagen, es ist eigentlich so Wohngebiet, Ding, Bums, wo das ist. Aber wir wissen, dass es da ist. Haben wir hier noch irgendwann? Ne, wir können den Pöppeln. Dann müssen wir nach hier hinschieben. Gehst du weg? Okay, kannst du hier bitteschön absenden. Ne? Das ist dieses teilweise. Ne? Bei können abgelehnt werden, teilweise. In der Regel teilweise. Wechselndes Dauerwerbeschild. Ja, und weil das wechselt, ist es saisonal. Zack. Weil wir nicht wissen, ob hier nicht mal eventuell verfassungsfeindliche, irgendwie so ganz böse Menschen irgendwas aufhängen. Solange es die Guten wären, wäre es ja in Ordnung. Ne? Also die Partei zum Beispiel. Aber ansonsten ist das hier irgendwo so eine Geschichte, vorübergehende saisonale Einrichtung. Das wollen wir nicht. Und eigentlich keine Politik. Ne? Also das Satire und Witz und so ist ja dann, weiß ich nicht, ob das ja, ist ein politischer Witz oder so. Sollte man vielleicht auch nicht bringen. Ne? Also am besten gar nichts in diese Richtung. Ne? Dann weg. Historischer Erholungsort. Die 17er. Was soll das denn sein? Ist das Kegeln oder irgendwie sowas? Wie kommt man denn auf 17? Weiß ich jetzt nicht. Erholungsgaststätte. Das ist doch ein Widerspruch in sich, oder? Ist aber wahrscheinlich ein Treffpunkt, ne? Weiß ich nicht, sicherer Zugang. Erholungsgast, das ist aber hier. Hier sehen wir keine Erholungsgaststätte, wir sehen ja nur so einen Schrebergarten. Wenn, dann wäre das hier die Erholungsgaststätte. Zeigen. Hier siehst du langgezogenes Flachdachgebäude mit Fensterchen. Hier hinten hast du eine markante Architektur, die wir da vielleicht mit einem Bäumchen davor. Hier hast du Bäumchen davor. Hier siehst du dann diese Häuser, die wir da gesehen haben. Dieses Ding ist am Schäfersborn. Neuen Standort vorschlagen. Hier deine Erholungsgaststätte. Ne? Und nicht da unten in der Ecke. Du bist eine, gibt's das? Kneipe, Bar, würde ich sagen. Du bist irgendwie so ein bisschen Treffpunkt, aber ja, weiß ich nicht. Die Leute wollen ihre Spieloberfläche so gestalten, dann macht mal. Lageplan der Bungalow-Langeplan. Und da sind verschiedene Hausnummern eingezeichnet. Ist eine Karte im weitesten Sinne. Ne? Vor dem Hintergrund ist eine Karte, erinnert uns daran, wie ätzend das ist, wenn man Papierkarten hier. Wir sehen übrigens den Standort, von da kommst du rein. Und der ist hier eingezeichnet da unten. Ne? Das kommt also hin. Du bist eine Karte und erinnert uns daran, dass wir mit den virtuellen Karten bitte pfleglich umgehen und exakt einreichen. Über die Qualität kann man sich natürlich immer streiten, weil es da verschiedene Gewichtungen und Vorlieben gibt. Aber exakt müssen sie sein. Ne? Von daher ist das eine gute Erinnerung. Kein Plan. Historischer Grenzstein. Dieser historische Grenzstein steht am Wegesrand und stellt ein Relikt aus vergangenen Zeiten dar. Es gibt sogar eine Community, die diese Steine aufsucht und dokumentiert. Nein. Oh, wir sehen einen Moiré-Effekt. Seht ihr diese Kacheln? Die sind ein bisschen mit einem Weichzeichner kaschiert. Da hat jemand einen Bildschirm abfotografiert. Rums. Rums. Zack. Rums. 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 Moiré-Effekt. Zack, tschüss.
Karl-Friedrich-Gauß-Schule, ja, kannst du so heißen. Hier oben wäre möglicherweise ein Graffiti gewesen, aber möglicherweise auch nur Text, also schon nicht so toll, ne? Karl-Friedrich-Gauß-Schule, da ist nichts weiter, ne? Hast du hier irgendwo eine Skulptur oder irgendwie sowas, so eine Art, was du da einreichen möchtest? Schule alleine geht nicht. Das ist nur so Aufbewahrungsanstalt, ne? Dass du da auch soziale Kontakte und soziales Verhalten ein bisschen lernen kannst, ne? Street View haben wir natürlich auch schon gar nicht gemacht, weil wir wussten, es sieht nicht so gut aus mit der Einreichung. Vor dem Hintergrund Ort, Schule, tschüss. Na, hast die Schule eingereicht. Ansonsten hättest du sagen müssen, Graffiti bei da, diese Straße oder so. Kinderspielplatz Eimer, ein Spielplatz zum Spielen für Kinder. Es gibt nämlich auch Seniorenspielplätze, ne? Das wollen wir uns mal ins Gedächtnis rufen. Hier siehst du ein Fahrzeug und wir sehen hier markante Architektur als Reflexion auf dem Fahrzeuglack. Das muss jemand mit Absicht so aufgenommen haben, würde ich fast sagen. Hier ist auf jeden Fall ein sehr schöner Rundumblick von dem Spielplatz, das ist cool. Wir gucken mal, dass wir den da ein bisschen betrachten können. Der Spielplatz Pöppel müsste hier hinkommen. Ne? Das ist hier, sieht man das nicht unbedingt gerade. Das ist das mit dem, ist das schon Spielplatz? Königsberger Straße. Wir tragen euch erstmal den Spielplatz ein. Wir können hier diese Google Maps schließen. Spielplatz Königsberger Straße. So, dann machen wir das so und machen dann hier. Was ist hier? Eime ist das. Dann machen wir hier. Spielplatz, Königsberger Straße oder am Knick? Ne, Königsberger Straße ist nicht so groß wie die anderen. Fehlenden Ort hinzufügen. Spielplatz, Königsberger. Ist das ein Wort? Ne, sind zwei Wörter. Straße und dann hast du hier Spielplatz. Spielplatz, Spielplatz, Spielplatz. Auf die kleine Karte, Satellitenansicht. Den Pöppel genau platzieren. Fertig senden. Fertig. Und hier hat man jetzt so ein bisschen die Gewissensfrage. Nach den Kriterien, wow, was sind denn die Kriterien, können wir ganz kurz zeigen. Ne, Ablehnungskriterien, unzulässiger Ort. Aus Auto heraus aufgenommen. Ist hier bei den Fotos, ne? Wurde aus einem Fahrzeug aufgenommen oder ist nicht richtig ausgerichtet? Das bezieht sich auf die Qualität dabei und soll halt hier auch zeigen, das hier ist sogar, glaube ich, die Fahrerseite. Da wurde durch das Auto über die Beifahrerseite hinweg fotografiert. Das kann man bei diesem Beispielsfoto hier unten erkennen, weil man keine Fahrzeuge, also LKW, Auto, aber auch Fahrräder oder Dreiräder führen soll, während man da spielt und fotografiert. Das soll unterbunden werden, weil man sieht hier, dass der Fahrer das Foto gemacht hat. Ne? Wurde aus einem Fahrzeug aufgenommen. Foto enthält was. Und wir haben hier oben die Geschichte. Vorschläge und Änderungen können vollständig, können sogar vollständig abgelehnt werden. Und das sind dann unzulässige Fotos. Und hier ist erkennbar bei dem Foto für den Waypoint aus einem Fahrzeug fotografiert worden. Man sieht beim Foto des Wegpunktes, welches auf dem Scanner erscheinen würde, Reflexionen, das Armaturenbrett. Bewertung. Hier sieht man nichts davon. Hier sieht man das. Hier sieht man, da hat sich jemand vielleicht zurück ins Auto gesetzt, nachdem er diesen Eingangsbereich fotografiert hat. Und dann ist danach, hat dann noch so ein, hat, dann ist ihm aufgefallen, hat sich zur Bearbeitung, vielleicht weil es auch sicherer ist, zurück ins Auto gesetzt. Und dann ist ihm eingefallen, ach, ich brauche ja noch ein Umgebungsfoto. Und hat das dann daraus aufgenommen. Hier ist das nicht zu erkennen. Und es stellt sich die Frage, bestrafen wir jetzt die anderen Spieler am Ort, dadurch, dass wir diesen Wegpunkt nicht zur Entstehung gelangen lassen?
weil die dann halt einen Wegpunkt weniger haben? Oder sagen wir, weil man es hier nicht erkennen kann, machen wir von dem Können Gebrauch, weil man diese Teile des Fahrzeugs, man sieht auch keine Reflexion auf dem Bild, ist nicht ersichtlich, dass dieses Bild, vielleicht ist es auch gar nicht aus dem Auto heraus aufgenommen. Ne? Es geht jetzt nur um dieses Bild, nicht um jenes Bild. Es geht nur um dieses Bild. Dass man sagt, für die anderen Spieler lassen wir den Wegpunkt zur Entstehung gelangen. Und bei dem sind wir uns nicht ganz so sicher, wenn der sich unredlich verhalten hat, dann, ne, ist dann so ein bisschen egal. Ne? Hätte man cleverer aufnehmen können, indem man dann halt nicht zeigt, dass man das zweite Foto, welches aber auch nicht das Wegpunktfoto ist, von daher kann es vielleicht ein bisschen zurücktreten, dann gelten lässt. Auf der anderen Seite muss man sich bei den Kriterien überlegen, was will Niantic bei den Ablehnungskriterien? Niantic möchte nicht, dass Leute spielen und die App bedienen, während sie ein Fahrzeug führen. Das heißt, das Fahrzeug steht mit angelassenem Motor und eingelegtem Gang irgendwo. Und das reicht, ne, zum Führen eines Fahrzeugs. Und dann sagt Niantic, alles, wo man Fahrzeug sieht, hier wurde aus einem Fahrzeug aufgenommen oder ist nicht richtig aufgerichtet. Man könnte auch sagen, wurde aus einem Fahrzeug aufgenommen und hier ist ein Oder. Das könnte sagen, Niantic könnte auch sagen, aus dem Fahrzeug aufgenommen wollen wir nicht, weil die in der Regel nicht richtig ausgerichtet sind. Dann geht es auf die Fotoqualität. Und nicht auf den Umstand, dass man nicht Auto fahren soll, beziehungsweise als Beifahrer müsste es ja eigentlich egal sein, ne? Es sei denn, man sagt, pauschal aus dem Auto heraus aufgenommen ist die Fotoqualität nicht so toll, weil man sich eine Perspektive suchen soll für die Einreichung. Ich würde sagen, wir gehen zu der Bewertung zurück. Man könnte vielleicht dazu sagen, man kann es durchwinken, wenn man ganz, ganz wohlwollend sein wollte. Vielleicht nicht für denjenigen, der sich hier keine Mühe gemacht hat, nachdem er ausgestiegen ist und das Schild fotografiert hat, noch auf den Spielplatz zu gehen. Das hätte er machen können, ganz klar. Ne? Also das ist so ein bisschen hoppla hoppli, hopp, 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 hopp. Und vor dem Hintergrund, weiß ich nicht, die anderen haben die anderen Spiele halt auch Pech. Ne? Ich würde sagen, machen wir hier Wertkriterien, sonstige Ablehnungskriterien. Aus dem Auto. Ich glaube, dass es aus dem Auto heraus aufgenommen worden ist und ich glaube, es soll generell nicht sein. Aber das kann man anders sehen. Man kann auch zugunsten der anderen Spieler am Ort sagen, nicht für den da, aber für die anderen, wenn man es nicht erkennen kann, dass die Einreichung derart erfolgt ist, könnte man zu der Ansicht gelangen, aber ich lehne es jetzt hier ab. Auto heraus aufgenommen. Und wir sehen ja auch hier, dass wir nur das Spielplatzschild haben, was manche Leute einreichen. Schöner wäre es gewesen, den Spielplatz oder ein bestimmtes Spielgerät in Szene zu setzen, wie wir das bei dem Street View Foto gesehen haben, welches dort vorhanden ist, damit das auf dem Scanner besser wirkt. Also die Fotoqualität, obwohl man nicht erkennen kann, dass es aus dem Auto heraus fotografiert ist, wenn es aus dem Auto heraus fotografiert ist, ist nicht so gut, als wenn man ausgestiegen wäre oder beziehungsweise auf den Spielplatz gegangen wäre, zusätzlich noch, um zu zeigen, ich kann meine Kamera so halten, dass ein Spielgerät schön ausschaut. Also es geht vielleicht, selbst wenn es nur um die Fotoqualität geht, kann man da zu dem Schluss kommen, wir lehnen das ab, weil wir schöne Fotos wollen. Auf der anderen Seite kann man immer wiederum als Gegenargument sagen, Ingress-Spieler kommen vorbei, die machen sowas ordentlich. Ne? Aber in diesem Fall sagen wir jetzt mal, nö, ablehnen. Ne? Für den Spieler jetzt als Erinnerung, gib dir doch ein bisschen mehr Mühe. Wenn du schon aussteigst, geh auch auf den Spielplatz und mach da dein Fotochen, dein Geschäftchen. Die Güntersburg. Infotafel zur Geschichte der Güntersburg. Güntersburg. Rums. Rums haben wir nicht. Das hier sind Wanderweg-Hinweisschilder des Harz Club. Und da findet man manchmal UTM-Koordinaten drauf. Und damit lassen sich die sehr gut verorten. Ne? Und deswegen kann man da noch ein bisschen gucken. Ist ein High-Quality-Waypoint, ne? Weil man hier auch wieder eine Karte hat. Ne?
Bla bla bla, historische Funktion hast du nicht gesehen und da sind rote Flecken, aber wir haben hier keinen eigener Standpunkt ist eingetragen. Das ist so ein kleines Kreis mit einem X und der ist hier. Das Problem ist, wir können es möglicherweise auf dem Satellitenbild nicht erkennen, aber der Trick bei Karten ist, man guckt ganz, ganz gemütlich, wo der Standort, die Karte gibt den eigenen Standort an und dann vergleicht man ab. Ne? Wir haben hier leider keine UTM-Koordinaten. Und hier siehst du so ein Pfad der Könige. Das ist einfach eine gelbe oder goldene Krone auf rotem Grund. So heißt der Wanderweg irgendwie so der Pfad oder der Weg der Könige. Ne? Und diese kleinen quadratischen Plaketten können sehr gut auf die Spieloberfläche kommen. Wir gucken uns das Areal an und wir können feststellen, dass wir Schwierigkeiten haben, das so zu verorten, wie wir es gerne hätten. Hier sehen wir verschiedene Anlagen. Ne? Diese Struktur, hier ist eine Struktur, da ist eine Struktur. Und wir sehen hier den Standpunkt und das Ganze ist dann, hier ist Norden nach oben. Ja. Ist das Ding? Das kann sein, ich weiß es nicht genau. Wir machen hier mal viel. Haben wir hier nochmal Street View? Bei diesen ganzen Stelen sollte man Street View hinzufügen, damit man diese Dinge besser verorten kann. Das hier sind absolute No-Brainer, aber auch weil es da noch ein Wanderweg mit dabei ist, Hinweis schön. Ne? Ich wette, wenn man diese Strukturen sich überlegt, wie die gedreht sein müssen, wenn man die Karte hier mit der Ausrichtung nach Norden macht, kommt es hin. Ne? Also von daher, auch diese ganzen Dinger sind super geile Einreichungen, bitte mehr davon. Ne? Also das ist, finde ich, gut. Das ist eine top Idee. Vielen herzlichen Dank. Und wir schauen, dass wir hier noch ein bisschen weitermachen. Bauherr Christoph, mir. Dieses Gebäude ist die ehemalige Polizei von Uda gewesen und eines der ältesten Gebäude hier in Uda. Ich würde sagen, das wissen wir alles nicht, aber wir haben hier einen schönen Schriftzug. 1904 haben die Leute sich da so einen mega Grundstein gelegt. Die haben bestimmt dahinter Schätze versteckt. Ne? Oder ein Kind eingemauert zum Schutz des Gebäudes oder so. Oder eine Katze. Machen wir mal hier und dann wollen wir mal gucken, ob wir das ist grausam. Ne? Hier gucken wir mal, ob das da so irgendwie so sein kann. So ein Grundstein, das ist ja was, was man sich angucken kann. Hier haben wir die Straße rauf. Einmal Straßenmarkierung, Straßenmarkierung. Mach das groß. Gucken wir nach. Hier siehst du die Kirchgasse und wir merken uns mal hier diese Architektur von der Geschichte. Ne? Spitzgiebel, Flachgiebel und hier Doppelschornsteinarchitektur. Das war die Kirchgasse, merken wir uns. Schmiedegasse, das ist die Kirchgasse. Hier hast du Doppel, hast du nicht gesehen, Schlag mich tot, Flachgiebel. Das Ding ist da. Das Ding ist auf dem Bürgersteig positioniert, kriegst 5 Sterne. Du bist historisches Schild, würde ich mal so sagen. Ne? Machst du so, können wir dann auch mit rübernehmen. Es hat sich sehr gut verorten lassen. Geschickte Einreichung, ne? Von der Fotografie her gemacht. Wegpunkt mit auf das Foto gebracht, wo man es halt sehen kann. Das Einzige, was noch fehlt, ist Street View. Mach bitte mehr Street View an. Ne? Zackibauz. Zups, zups, zups. Das eine Auge ist ein bisschen. Ich muss mir mal den Augen malen, irgendwas überlegen, damit das ein bisschen besser funktioniert, glaube ich. Bodenleitsystem. Die Steine und ihre Form sowie Anordnung helfen blinden und stark sehbeeinträchtigten Menschen, sich in ihrer Umgebung zu. Hier hat man insbesondere beim Warten und Einsteigen im Bus. Jo. Das ist aber an jeder Bushaltestelle. So. Ist gut zu wissen. Ist aber nicht einzigartig. Ja, hoffentlich nicht, ne? Inklusion, ne? Also das muss überall sein. Wir brauchen, da muss man verstärkt darauf achten und auch darauf hinwirken in seiner eigenen Umgebung. Der metallische Salamander ist relativ klein, ne? Das ist ein Gecko. Gecko, die können halt überall klettern, weil die ganz tolle Riffelchen hier an den Füßchen haben, mit denen sie sich überall festklammern können. Und hier bei diesem Gecko habe ich den Eindruck, das ist so ein Blechding,
was da auch einfach nur dran gesteckt ist, ne? Nee, das ist zu klein und zu. Das ist Massenware aus dem Baumarkt. Schade. Massenware. Baumspende der Kreisland Frauenblah. Hier gespendet und gepflanzt von Kreisland Kreis Anwalt. Und was ist es für ein Baum? Steht es da irgendwo noch zusätzlich? Da steht nur, oh, wir möchten uns hier ein bisschen beweihräuchern. Auf der anderen Seite haben wir nehmen Gedächtnisbänke mit rein, aber das müssen einer konkreten Person mit sein. Bei diesen Geburtstagsbäumchen stehen auch Namen und Familien mit dabei. Das ist konkret genug. Kreislandfrauen. Naja, so eine Art. Aber die Kreissparkasse winken wir ja nicht durch. Das ist sowas wie die Kreissparkasse, würde ich sagen. Wäre irgendwie ein Wegpunkt, wenn man es anders einreichen würde, aber nicht so. Nee. Keine konkrete Person. Keine Bezeichnung. Keine konkrete Person. Lassen wir mal gut sein heute dann damit, ne? Draußen wird es langsam ein bisschen heller. Seht ihr hier unten so meine Weathercam? Da kann man immer ein bisschen gucken, wie die Sonne aufgeht. Wegreise, Weg. San Francisco. Ja, das macht Fernweh, ne? Wenn man da dann sieht, wo man dann San Francisco oder es gibt dann Moskau oder wo man vielleicht, ich würde da weniger hin wollen, weil ich habe gehört, da soll es zumindest im Winter sehr kühl sein. Da hätte ich Bedenken. Ich mich verkühle und vielleicht erkälte sogar. Nein, nein, nein. Was haben wir denn hier? Nee, tschupp, machen wir so. Stadtverwaltung Güsten. Da hier hinten siehst du ganz groß und mit Gerüst und da hast du das. Und hier siehst du jene Dinge. Check, das ist da. Ja, darüber sehen wir das. Da. Hier sehen wir wahrscheinlich dieses, was irgendwie so eine Grundschule ist und jenes Gebäude dann noch zusätzlich obendrauf. Und du bist ein Wegweiser oder bist du einfach eine Art Skulptur, was dann so einen auf die Wind. Das bedeutet ja auch irgendwie so ein bisschen, wir sind nicht alleine in der Welt und wir wollen alle miteinander gemeinsam auskommen und wir interessieren uns füreinander und für unterschiedliche Kulturen und entwickeln Fernweh. Und wenn wir dann gerade dabei sind, trinken wir einen Tee. So, das ist ja mal ganz super toll. Wir gucken auf der Karte. Hier ist so ein roter Punkt und ein Pfeil deutet auf den roten Punkt. Vielleicht soll dem Betrachter gedeucht werden, Ihr Standort. Es steht sogar dran, Ihr Standort. Ne? Damit man die Karte dann so lesen kann. Das haben die gemacht, weil die noch zwei andere rote Punkte haben, damit die Leute dann nicht denken, dass sie auf der anderen Seite von dem Hügel sind. Hier hast du den Jakobsweg, Königsweg, E11-Weg, Rennsteig. Hier sieht man, dass diese Symbole den kompletten Namen bedeuten. Ich nehme mich mal weg, damit man es besser sehen kann. Es geht jetzt über regionale Wanderwege, die eingebunden sind, um dieses Ding. Ne? Da kann man ablesen, dass diese kleinen Plaketten, die man da so in der Region sieht, da steht nichts weiter drauf. Das sind Wanderwege, die den Namen symbolisieren. Bei einer Legende von einer Karte gibt es Symbole. Roter Punkt, ein Pfeil deutet darauf, ist ein Übersichtsplan, ist ihr Standort. Gegebenenfalls. Hier ist roter Punkt nur Übersichtsplan. Wenn man diese Symbole kennt, dann kann man das lesen und man weiß, Jakobsweg, die Muschel, Königsweg, hier, güldene Krone auf rotem Grund. Der Name, das symbolisiert der Name wie bei einem chinesischen Schriftzeichen oder wie bei anderen Schriftzeichen. Das ist halt einfach nur eine andere Schreibweise. Man darf nicht verlangen, dass ein Wanderwegname mit lateinischen Buchstaben auf Deutsch geschrieben wird, weil dann gäbe es weltweit nur Wanderwege in Regionen, wo auch Deutsch gesprochen wird.
Ne? Das Spiel ist aber international. Und damit das international verstanden werden kann, für Leute, die vielleicht kein Deutsch sprechen, macht man Symbole und dann lernen die Leute in ihrer jeweiligen Sprache das Symbol auswendig. Das ist auch neutraler. Das bevorzugt jetzt niemanden, der Deutsch spricht oder Englisch oder Chinesisch oder Schwedisch oder andere Sprachen. Das ist neutral. Da siehst du, Jakobsmuschel ist dann für alle Leute, die den Jakobsweg bewandern wollen, das Symbol. Unabhängig von ihrer Herkunft, wie sie aussehen, welche Sprache sie sprechen, ob sie lesen und schreiben können oder wenn ja, in welcher Sprache sie lesen und schreiben können, spielt alles keine Rolle. Das ist völlig neutral. Und deswegen reicht das Symbol aus. Das ist übrigens dann darüber auch Völkerverständigung. Ne? Und dieses It-Hilth-Weg, was man hier unten sieht, ist nicht nötig. Ne? Oder ein einzelner Buchstabe. Wenn man keine lateinischen Buchstaben kennt, dann sind das hier irgendwelche Striche mit Schniepeln dran. Ne? Und das muss man dann noch nicht mal als R deuten. Das kann man auch anders deuten. Ist egal, man merkt sich das Symbol, die Abbildung und kann das dann lesen und weiß, Mensch, Dick. Ne? Europäischer Fernwanderweg E11. Xi und E11 unten drunter. Ne, das sind dann Symbole. Ne? Also Hochkantstrich und zwei seitliche Striche. Ergibt natürlich ein E, wenn man das als Buchstabe deuten möchte. Ist aber jetzt auch völlig egal. Es ist, weil mich ärgert ist, dass es immer wieder Leute gibt, die es nicht raffen, dass so eine Plakette ein Wegpunkt ist. Ne? Weil die glauben, es müsse auf Deutsch draufstehen. Ist nicht erforderlich. Wir machen das alles weg. Das war nur so ein kleiner Ausflug nochmal für diese ganzen Geschichten. Wir wissen, hier oben ist Feldberg-Gehlenberg ihr Standort. Wir wollten nämlich jetzt hier schauen, dass wir gucken, dass wir dieses Bildchen klein machen. Oh, da ist hier noch weit und ganz viele. Hier sieht man sie übrigens auf dem Bild. Ne? Da sind wahrscheinlich regionale Wanderwege noch gekennzeichnet mit diesem Pipan und dem kleinen Fischchen und dem Eichhörnchen. Ne? Also vor dem Hintergrund machen wir erstmal das aus. Wir machen das aus. Los. Dann gehen wir hier auf diese Karte und wollen eine Top-Einreichung. Konnte man sehr gut verwenden, um das auch noch mal ein bisschen zu erläutern. Hier hast du die L, Schlag mich tot, hast du nicht gesehen. Das hier ist auf der Seite oben. Hier hatten wir die Karte gesehen. Ne? Das Grünzeug mit rotem Punkt. Und hier ist irgendwie, da ist die so eine Hauptverkehrsstraße. Ne? Sieht man hier gelb eingezeichnet, führt da hoch. Macht da auch so einen Knick. Und das ist genau da. Ist hundertprozentig richtig transportiert. Karten sind Schatzkarten. Darauf sieht man dann meistens noch weitere Dinge, die man einreichen kann. Ne? Vor dem Hintergrund super Top-Qualität, weil man hier nochmal das genau erläutern konnte mit diesen Wanderplaketten. Vor dem Hintergrund wollen Schützenhaus Jeversen, da wird gesoffen und nicht geschossen beim Schützenhaus. Deswegen ist es ein Vereinsheim. Schützen werden nicht diskriminiert bei uns, weil die nämlich UNESCO-Weltkulturerbe sind. Zack, absenden. War ein Duplikat, ne? Also der das Foto eingereicht hat, kriegt 500 Punkte für das Foto, weil das schon auf der Spielkarte vorhanden ist. Denkmal Gustav Winckelmann, der ehemalige Grabsteiner, verdientes Mitglied der Gemeinde Oelde. Das letzte Relikt aus dem ehemaligen Kirchturm. Das ist also ein historisches Grabmal. Ja. Sieht auch cool aus, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Da stellt man auch noch Fragen, wenn dann alles schon so quasi eingeebnet wurde. Was ist das denn für eine verdiente Persönlichkeit? Hier sieht man auch ein sehr schönes Street View. Ne? Das ist also ganz fein gemacht. Kirche in Oelde hat da vielen Dank für dieses schöne Street View. Das ist echt cool. Das macht Leute neugierig, ne, auf die Region. Ne? Und darauf, was befindet sich an diesem Ort. Den will ich erstmal aufsuchen und das erforschen. Das sagt man dann nämlich schon hier. Und du bist ein Denkmal, bist du dann inzwischen nämlich eigentlich schon. Eigentlich ein kulturelles Denkmal, speziell für die Region. Sehr schön fotografiert.
Du kriegst auch komplett Punktzahl, ne? Weil die Einreichung mit Street View insbesondere so super cool war, ne? Macht mehr Street View. Sehr schön. Weiter so, ich habe bei mir so ein Armbrustkreis gemacht. Ja, da kannst du natürlich gleich mal angreifen. Durch mein eines Fenster, wo ich zu sehen bin. Zack. Perfekt. Super, Leute. Das war eine ganz tolle Einreichung. So, und ich muss mal ganz kurz so ein bisschen nach der Zeit gucken, ne, bei meiner Aufnahme. Oh, und wir sind eigentlich ganz gut. Ich krieg so lange. Ich könnte eigentlich auch zu Beginn der Aufnahme mal auf eine Uhr gucken, ne? Aber das wäre zu einfach. Nein. Ein Mountainbike-Parcours, da würde ich mich nie drauf haben. Aber wenn ihr es wollt, das ist ein Sportplatz, ne? Sehr schön, da ist eine Rettungsnummer, bei Schäden an den Spielgeräten auch eine Nummer. Keine laute Musik. Keine leeren Glasbehälter. Die müssen geleert werden. Die müssen alle sein, wie man hier sehen kann. Kein Bruchglas. Helm und Schutzausrüstung nicht motorisiert. Möglicherweise bedeutet das auch, dass der Konsum bestimmter Getränke unerwünscht ist. Was haben wir denn da? Dirtbahn, historisch-kulturelle Bedeutung. Mountainbike, Spielplätze haben eine kulturelle Bedeutung. Der Mensch spielt und braucht immer so ein Gehege, um sich auszutoben. Kein Street View. Das hier sieht so aus, als ob das da hingebaut worden ist in der Bergstraße. Wir gucken mal ganz kurz. Wir haben hier ist ein Gebäude. Da ist ein Flachdachgebäude im Hintergrund. Hier ist so eine Schotterdingsbumskirchen. Flachdachgebäude im Hintergrund. Da ist ein Verkehrszeichen. Da fährt sogar jemand mit einem. Das sind mehrere Leute, wurden bestimmt verpflichtet für das Foto. Achtung, Achtung, Aufruf in der Ortschaft. Wir haben hier, wollen ein Foto machen. Steigt auf eure Fahrräder. Etschi-wetschi. Und was haben wir hier? Da ist ein Wanderweg. Und da ist noch ein Wanderweg-Hinweisschild. Ne? Hätte man auch einreichen können. Das sieht so aus, als ob das da hinten weitergeht und dass man da weiter einreichen kann. Ne? Aber wahrscheinlich, also das ist richtig gewertet, weil dieser spezielle Sport- und Spielplatz ist qualitativ höherwertiger. Weil von diesen Plaketten wird man dann nach einiger Zeit einige auf der Spieloberfläche finden, während man dann natürlich bei diesen Sport- und Spielplätzen dann da neugierig drauf wird. Das macht dann also neugieriger als einfach nur jenes Portal. Und man sucht sich als Spieler, sowohl bei Pokémon als auch bei Ingress, dann halt aus, welche Portale, Wegpunkte man aufsuchen möchte. Na ja, genau. Ich glaube dir, dass du das so da bist, irgendwie. Das sieht so aus, weil. Hier ist so ein Gebäude und da ist so Flachdachkonstruktion. Ne? Also von daher, Bumsi-Bums, du bist ein Sport. Ne? Sportstrecke, Sportplatz, Sport, Sporttraining, Sportarena, Hallensport, Sportverein, Sport im Freien. Was sind Sport im Freien? Golfplatz, Schwimmbad, Skigebiet, sonstige, sonstige. Absenden. Ach nein, mir fällt noch was anderes ein. Kanonenbahn, was ist das denn? Zeigen. Historisches zur Kanonenbahn. Dem Volksmund wurde im Ergebnis der militärisch-strategischen unzureichenden Ost-West-Verbindung im Deutsch-Französischen Krieg nachfolgend. Ah ja, da haben sie also eine Eisenbahnstrecke gebastelt und gesagt: Hohoho, hohoho, hohoho. Das ist also wissenswert. Bildung ist absolute High-Quality-Wegpunkte. Insbesondere, wenn es dann noch so schön im Außenbereich ist. Näher ran, näher ran, näher ran. Hier hätte ich gerne diese Konstruktion gesehen. Das Schild ist schön groß, das ist toll. Das kann man dann, wenn man da hingeht, gut lesen. Und bei der Satellitendings hätte ich gehofft. Das ist natürlich cool, wenn man hier mit dem Fahrrad ankommt. Ne? Kann man sich gegebenenfalls ein bisschen unterstellen. Man hat hier eine gute Sitzgelegenheit. Ist sehr schön hergerichtet für Touris. Ne? Man sieht es nur leider wahrscheinlich noch nicht auf dem Satellitenbild. Ne? Das ist ein bisschen schade. Und wir haben auch kein Street View. Wie wollen wir denn das jetzt verorten? Wie siehst du hier nur so Brackelbäume? Und da sind auch Brackelbäume. Aber wir wissen nicht, wie wir diese Brackelbäume dann da so. Gucken uns die Umgebung noch an. Das hier ist nicht der Tunnel. Das ist klar. Ne?
Das hier könnte man allerdings möglicherweise als Wegpunkt einreichen, diese Tunnelkonstruktion. Hier siehst du so eine Bahn, weil man eine, hier ist so eine Strecke, die neben den Bahngleisen durchführt, ne? Und deswegen kann man die dann ganz, ganz fein mit einreichen. Wir gucken uns das hier noch ein bisschen weiter an. Darüber können wir nicht sehen, können wir nicht sehen, können wir nicht sehen. Da. Ach, schade. Also ich glaube dir, dass es da ist, ehrlich gesagt. Auch so ein bisschen, weil ich will, dass es da ist. Kriegst 3 Sterne. Schade, dass da kein Street View ist. Das wäre zu schön gewesen. Ne? Hoffentlich ist es auch da. Hoffentlich sind wir hier jetzt nicht reingelegt worden. Denkt an leckeres Essen und esst gut, Leute. Schaukasten, Cast, Lust, informiert alle rund um den Arbeitsdienst. Ah ja, informiert über die lustigen Begebenheiten und das erste Wort, was man liest, ist Arbeitsdienst. Historisch-kulturelle Bedeutung. Die Leute lieben Informationskästen, weil Informationen, die Leute fühlen sich dann irgendwie sicher, wenn sie gemeint, sie haben sich jetzt auf den neuesten Stand gebracht. Ist auch typischerweise oben im Bereich bei so einem Parkplatz, damit wenn du kommst mit dem Auto an und siehst direkt Arbeitsdienst. 4 Sterne. Hinweisschild. Absenden. Wir könnten übrigens gleich mal gucken, wie weit wir so gekommen sind. Was sagt denn die Sonne draußen? Wasserstand, das ist ein Messgerät. Können wir es denn auch verorten? Das ist natürlich ganz wichtig. Das muss ganz dringend auf die Dings. Das Ding ist da. Das ist ganz toll, super. Läuft bei mir unter der Rubrik Uhr. Da können wir so, so, ja, ein großes Lineal, das so in den Boden gesteckt wurde. Perfekt. Absenden. Abenteuerspielplatz, vielleicht später. Oh, 203, machen wir noch 2, ne? Dun, dun. Wollen wir übrigens mal ganz kurz so ein bisschen Kamera-Switching machen. Hier habe ich dieses Ding, das müsste eigentlich, wenn ich mir das recht überlege, bist du jene Kamera hier? Das könnte so, ja, genau. Das müsste die sein. Da kann man nämlich irgendwann mal so zeigen, wenn man irgendwas bastelt zum Beispiel, ne? Kann man sich die Kameraeinstellung so zurecht basteln, um so ein bisschen den Leuten ein bisschen mehr zu bieten, wenn man da so gucken möchte. Finde ich ansonsten nicht interessant und die habe ich heute nicht scharf gestellt, habe der Pech gehabt. Ne? Welche war das jetzt hier da? Ich muss auch immer wieder mit meinen komischen Tasten. Da geht die Sonne auf, guck mal. Diese Bäume sind tot. Der Himmel sieht interessant aus. Leider habe ich keine Einreichungen, weil wenn die Sonne scheint, wäre es ein guter Event gewesen, um Einreichungen auf dem Friedhof in Herzberg zu machen, wo wir einen neuen Baumleerpfad haben. Ne? Deswegen, wer hier in der Gegend ist, auf dem Friedhof, ist noch viel Potenzial. Neuer Baumleerpfad, hingehen, einreichen, nützt ja allen irgendwie so ein bisschen. Wir wollten noch 2 machen, deswegen gehen wir direkt wieder zurück. Abenteuerspielplatz, großer Abenteuerspielplatz in Arnold, da siehst du den Spielplatz. Rums, Rums. Bespielbar, bespielbar. Oh, der hat sogar eine Google Location, das ist cool. Der sieht gut aus, der Spielplatz. Das ist ja nicely. Hier ist ein Bolzplatz. Das hier ist der Abenteuerspielplatz. Den Bolzplatz kann man separat einreichen, ne? Weil man dann ein extra Spielgerät mitbringen muss, einen Ball. Richtet sich auch an unterschiedliche Altersklassen, ne? Dieser Spielplatz von den Spielgeräten her. Und deswegen kann man als Wegpunkt einen Rodelhügel eintragen, der im Sommer als Rutschenrampe fungiert. Hier kann man auch Purzelbäume runter machen. Ein Bolzplatz und der allgemeine Spielplatz. Und ich würde, weil hier ein Rodelhügel ist, die Seilbahn ist kein eigenständiger Wegpunkt, Sandkasten da hinten auch nicht mit den Klettergerüsten. Ich würde den Standort hier hochschieben, weil du dann hier den Rodelhügel einreichen kannst und dort den Bolzplatz einreichen kannst. Ne? Das ist ganz eine coole Geschichte. Und Erholung im Freien. Und ich trage den Rodelhügel und den Bolzplatz gegebenenfalls auch auf Maps ein. Weil so ein Rodelhügel, das ist nämlich echt hier so die Geschichte, wenn die Leute dann im Winter und es liegt dann Schnee,
sagen die Leute, ja, hier ist alles flach, was kann man denn hier mit Schlitten, so keine Ahnung. Und dann musst du diesen Rodelhügel auch finden können. Ne? Deswegen wollen wir hier mal ganz kurz gucken. Und bei Maps wäre es cool, ne, wenn man hier unterwegs ist, wenn man mal, wenn im Winter Schnee liegt, vielleicht sogar mit dem Beweisschlitten auf dieser Rampe, hier eine Fotos bei meiner Google Location macht. Guck mal, hier kann man mit den Kindern, die können hier den Hügel runterrodeln. Ne, ist hier hinten eigentlich ein Aufgang? Man könnte nämlich sagen, einmal hier, dann, dass man so im Kreis läuft, ne, mit dem Schlitten dann hier um den Hügel rum, von hier drauf. Dann stößt man sich nicht so leicht. Wenn hier einer raufläuft und dann, hier rodelt einer, rumbuffelt es. Ne? Wenn hier eine kleine Treppe oder irgendwie sowas wäre, die im Winter halt auch safe ist, kann man so im Kreis immer so zack, 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 wie im Hamsterrad, ne? Kinder. Wir möchten dann an dieser Stelle gucken, habt ihr Street View? Solltet ihr hier dann auch hinzufügen, ne? Zu jeder Begebenheit. Einmal Bolzplatz, Spielplatz und Rodelhügel. Und Rodelhügel ist, fragen wir mal, ob das nicht schon eingetragen ist. Das hätte ich doch mal. Neue Schulstraße, ne? Ist das Rodelhügel, neue Schulstraße? Weil das ist etwas. Rodelhügel, neue Schulstraße. Und das ist, was bist du? Du bist ein Sportplatz, ne? Irgendwie sowas. Gibt es sowas wie Rodel? Rodeo. Ist ja fast wie Rodeo. Wenn man Sommerrodelbahn ist es nicht. Du bist ein Sportplatz. Rumsi-Bumsi oder ein Spielplatz? Bist du eher ein Spielplatz? Soll ich das als Spielplatz eintragen? Hier sollte man echt noch so eine Treppe, damit man im Kreisverkehr unterwegs sein kann. Und im Sommer wird es auch genutzt. Ist genau platziert, oben schön beim Gipfelkreuz sozusagen, ne, mitten drauf. Und wir machen hier einen Spielplatz draus. Das ist eher ein Spielgerät, ne? Dieser aufgeschüttete Berg. Spielplatz. Aber ein spezieller Spielplatz, der sich halt da an du musst einen Schlitten mitbringen, ne? Brauchst ein Spielgerät, um hier im Winter zu rodeln. Und im Sommer ist nur so eine Rutsche mit dran gebaut, damit man es halt das ganze Jahr nutzen kann und das dann nicht einfach nur Platz wegnimmt, ne? Also, und hier machen wir dann einmal, was ist hier auch, und sagen dann, neue Schulstraße war übrigens richtig gemacht, dann machen wir hier Bolzplatz, neue Schulstraße, fehlenden Ort hinzufügen. Und wir schreiben hier Bolzplatz in den Titel, weil dann kann man nach Bolzplatz suchen. Neue Schulstraße. Und man kann bei der Kategorie nach Fußballplatz suchen. Und wer einen Fußballplatz sucht, der liest dann Bolzplatz und weiß, es ist kein Turnierplatz. Ne? Fußballplatz wollten wir dann haben. Ne? Und dann ist allen geholfen und alle sind glücklich. Ne? Und alle können dann sich da betätigen. Ne? Hier scheint auch Parkanlage zu sein. Ist hier eine Streuobstwiese? Könnte man auch gucken, ob man da was einreichen kann. Also du hast Spielplatz als Wegpunkt, du hast Rodelhügel als Wegpunkt. Viel Glück bei der Einreichung, weil viele Leute werden sagen, oh, ein Haufen, Naturmerkmal. Und Bolzplatz, separat einreichen. Ne? Dann kann man hier schon direkt ein Feld bauen, in Ingress jetzt zum Beispiel. Gehen wir hier auf Fertig. Gehen auf Senden. Fertig, fertig. Weil das hier scheint irgendwie eine Anlage zu sein, wo so Bäume angepflanzt sind. Würde sich anbieten, einen Obstbaum-Lehrpfad. Ne? Wenn hier auch ein Bach fließt. Ne? Oder könnte man den Spielplatz erweitern für irgendwelche Bach-Wasserspielplatzgeräte-Dinger da. Ne? Die man da einreichen kann. Wir gucken mal, was haben wir denn sonst noch hier so in der Gegend? Ach, da wird schon noch eine Menge passieren. Nehmen wir. Wir machen hier mal, da ist übrigens dann der Turnierplatz, ne, bei Adenbüttel. Bumsti-Bums, machen wir aus, machen wir aus, machen wir aus. Sehr schöne Einreichung. Konnten wir schön für Maps nochmal wildern, ne? Das hat euch gerade gedacht, warum Spielplatz. Und da habe ich wieder dieses Auge falsch gemalt. Da habe ich nicht aufgepasst wieder. So ein Ärger. Machen wir hier und da und so und gehen auf Absenden. Wie viele hatten wir denn jetzt eigentlich? Ich habe schon wieder vergessen, wie viele ich hatte. Machen wir jetzt gerade Zahlen an. Wir brauchen noch einen.
Einen brauchen wir noch, weil ich dann in 5er Schritten besser rechnen kann. Bio aus. Okay, es steht drauf, ist ein Zitat. Bio-Ernie aus der Pupsmaschine. Das hört sich für mich fast so an, als ob da jemand ein Plakat entwerfen muss und nicht so Bock drauf hat. Oder es ist halt, Kinder finden das total. Erster Pups, zweiter Pups, was wird aus Biogas? Okay, alles klar. Das ist dann halt. Tipps. Rums, 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 rums. Doch, das spricht Kinder an, glaube ich. Das ist so kindgerechte Aufklärung für. Hier hast du den Weg ist zu Ende. Fängt eine Betonstraße an. Das ist hier der Fall. Da, und das steht genau an der Kante von dem Ende der Asphaltstraße. Dann ist das Schild nämlich hier. Und das steht genau da. Genau da, wo dieses Straßenschild steht. Das wir hier auch sehen können. Ist hier unter dem Baum. Da, 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 da. Ist ein bisschen verrutscht. Schieb dich hier runter, komm. Ne? Na, was bist du denn da? Du bist ein Hinweisschild. Hinweisschild, Hinweisschild. Auch eigentlich eine Top-Einreichung, Bildungscharakter, alles, was bildet und da auch sagt, hier, wir brauchen das aus diesen und jenen Gründen und das ist gut für die Umwelt. Nehmen wir doch alles schön mit rein. Ist auch eine sehr coole Geschichte. Hier mal auf Absenden. Und dann sind wir Osterluft. Ach, der Liedfahrt, das ist, hier ist diesmal kein Reh gegen gelaufen. Habt ihr das letzte Video gesehen? Da war so ein Schild, da ist wohl ein Reh gegengelaufen. Das war total verbogen, aber es war auch zu diesem Liedfahrt von Hornbostel. Der sich dort befindet. Also bei einem Schild konnten wir es sehr gut verorten, ne? Weil wir da so im Hintergrund so eine Feuchtwiese hatten mit entsprechendem Bewuchs. Und weil diese Schilder möglicherweise stiefmütterlich behandelt werden, was ich nicht mag, will ich gucken. Wo war es denn? Wir hatten nämlich hier in dem Bereich, ich glaube jenes war es. Da ist nämlich so ein Frühlingslied und nee, ist es doch nicht gewesen. Wo warst denn du jetzt hier? Wir hatten mal diesem Liedpfad irgendwo eins, was von Toppi. Da oben ist eins. Hier ist eins und da siehst du diese Feuchtwiese im Hintergrund. Hat man gesehen, dass es eine seriöse Einreichung war und deswegen möchte ich dieses Hinweisschild, da machen wir dann halt unsere Zahl kaputt. Ne, für die Leute, die das eingereicht haben, damit sie da wenigstens einmal eine positive Bewertung für den Wegpunkt bekommen. Denn wenn es nicht funktioniert, diese Dinge durchzubekommen, dann ist das halt ultra ätzend, ne? Weil das halt eine sehr schöne Sache ist, die man da im Freien machen kann. Hinweisschild. Ortsschild. Gucken wir mal hier runter. Da wärst du an jenem Gebäude und du wärst da hochfotografiert. Ist das richtig? Oder darunter fotografiert. Du bist bei der Hofeinfahrt und bist runter fotografiert. Hier, da ist der Eingang und da ist ein Quergebäude. Das wir dann schon nicht mehr sehen können. Egal in welche Richtung du fotografiert bist, du bist irgendwie ganz komisch fotografiert. Hier ist ein Gebäude mit Vor. Knopsi. Hier ist ein Hof, da ist zurückgesetzt noch eins. Hier ist zurückgesetzt. Da wäre der Schornstein, den wir sehen. Wohl. Bah, nee, hier ist ein Schornstein, den wir sehen können, der nicht zu dem Gebäude gehört. Was sein kann, das wäre dann eine optische Täuschung. An dem Gebäude befindet sich hier schattenmäßig, könnte es sein, dass so ein Vorbau ist. Und da hast du was zurückgesetzt. Kriegst hier drei, ne? Absenden. Mal bei 7. Nee, es war ein sehr schönes gelbes Schild, aber inflationär. Obwohl, das bezeichnet ja nur den Nationalpark. Und ist nicht nur so ein Landschaftsschutzgebiet, Verkehrszeichen. Und Nationalparkschilder können auf das Ding, das ist genauso wie Geopark oder Nationalpark Harz. Erholung im freien Park. Ja, nehmen wir doch mal, du bist da im Park. Hier, zeig, außerdem ist es gelb, das sieht schön aus. Ne? Also von daher. Ich glaube dir auch, dass du da bist für 3 Sterne. Du hast natürlich wieder kein Street View eingereicht. Schade, absenden. Weil du so gelb bist. Stadttor von, das ist ein Stadttor. Finde ich sehr cool. Das finde ich so ein Ding, wo ich dann sagen würde, das ist etwas.
Historisches Bauwerk. Dum, 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 dum. Gehen wir da runter. Hier siehst du den Pöppel von dem Stadttor. Stadt, das ist nur seit wann und wie. Willkommen im Dings. Kannst du so machen. Man ist noch im Bereich, würde ich sagen, von dem Stadttor. Erfolgreich eingereicht, hoffentlich. Freiwillige Feuerwehr Limmer. Durch diese Tür fahren die definitiv nicht raus. Dann hast du hier noch ein Wappen und ein Dings und da trocknen die Schläuche. Das ist ganz fein gemacht. Ne? Von daher, wenn der Pöppel bei der Seite bei dem Gebäude ist, kannst du das natürlich einreichen. Du bekommst von mir die Feuerwache spendiert als Dings, weil man da, wir müssen, hier ist die Ausfahrt, nicht mitten ins Gebäude auf die andere Seite, weil hier ist ein öffentlicher Platz für jedermann. Hier ist der Trocknungsturm und da ist die Ausfahrt und da kannst du dich sicher aufhalten, ohne dass jemand behindert wird. Und dann kann auch selbstverständlich für die Feuerwache ein Wegpunkt entstehen. Das sollte sonnenklar sein, ne? Dass hier kein Auto rausfährt, ne? Ist von daher nochmal eine schöne Einrichtung. Jetzt kommt der Nächste und sagt, ey, wir haben aber die Feuerwehrleute nicht mehr erreicht. Wir gehen kommen. Und auf das Einsatzfahrzeug springen möchte. Nee, 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 also da stellen wir uns mal nicht an. Absenden. Holzskulptur, Holzskulptur, Holzskulptur. Du bist eine Holzskulptur. Rums, rums. Ist beides mal so in etwa dasselbe Foto. Ja, das ist ja schon. Ist dann immer unheimlich, wenn man sich sowas betrachten, am Betrachten sein Tun ist. Und man hat auch zu Recht Bedenken. Weil das so eine Gartengeschichte ist, wo man sagen kann, wir können es nicht verorten. Du siehst hier nur einmal so ein Vorgiebelhaus mit partiellem Balkon angeschnitten. Das ist nicht jenes Haus. Das ist auch nicht, das ist, ey, das ist überhaupt gar nicht da. Ha? Nicht korrekter Ort. Wir haben auch kein Street View angeboten bekommen, lassen wir da mal gut sein, ne? Ums. Wasserbeschaffungsverband, eine Wasserquelle mit einem. Jo, das ist eine Geschichte, die uns über Trinkwasserschutz nachdenken lässt. Ist von daher natürlich nicht nur funktional, sondern auch ein Denkmal. Beim Jägerweg. Und wir müssen raten, ob es da ist oder nicht. Deswegen kriegst du. Diese Geschichten, aber das sieht typischerweise so, so sieht ein Jägerweg aus, ne? Ist jedem klar. Ums. Und jetzt sind wir jetzt. Da ist eine Luftmessstation. Da ist Ölfarbe an einem Ort, wo sie nicht sein sollte. Das hier sind Tags, bei denen ich die Bedeutung nicht kenne, gebe ich ganz offen zu. Ich interessiere mich für sowas nicht. Derby-Sieger 2020-21. Leute. Leute, 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 Leute. Wie weit sind wir denn? Oh, 12 ist aber eine schöne Zahl. Ich liebe 12. Aus diesem Grund schenke ich mir das. Hahaha. Ich bin hier immer noch im Bereich hervorragend. Das kann ich mir echt überhaupt gar nicht erklären, ehrlich gesagt. Aber okay. Ich muss ein bisschen mehr auf doppelte Vorschläge achten. Nicht, dass mir da Fehler passieren. Aber ich denke, das wird vom System sowieso nochmal gegengeprüft. Und es gibt ja auch noch andere Leute, die sich Dinge angucken. Ja. Die Qualität schwankt auch bei diesen Videos, das ist selbstverständlich. Aber wir geben uns Mühe und wir über schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr von der Konstellation haltet bei dem Spielplatz, wo jemand möglicherweise beide Fotos aus dem Auto herausgenommen hat, gemacht hat und wie ihr die Kriterien liest. Bezieht sich das darum, aus dem Auto heraus aufgenommen oder nicht richtig ausgerichtet. Das hängt ja zusammen, satztechnisch, bei den Ablehnungskriterien, die einen Ermessensspielraum eröffnen. Bedeutet das, dass bei diesen Fotos prinzipiell unterstellt wird, dass die Ausrichtung nicht toll ist, dass die Perspektive nicht toll ist?
Oder ist es dann halt auch so ein Ausschlusskriterium, wir möchten nicht, dass eventuell Leute beim Führen eines Fahrzeuges mit dem Handy hantieren und irgendwas machen? Kann man zugunsten der anderen Spieler am Ort, damit ein Wegpunkt zur Entstehung gelangt, der schlechteste Wegpunkt ist der, der nicht zur Entstehung gelangt, die Dinger durchwinken, wenn bei dem Waypoint-Foto nicht erkennbar ist, dass das Foto möglicherweise aus einem Fahrzeug heraus aufgenommen wurde? Oder sollte man da wegen der Verkehrsgefährdung, es geht ja dann auch um Gesundheit, um Menschenleben im schlimmsten Falle, strikt ablehnen, sofern die Möglichkeit besteht, dass es aus dem Auto heraus aufgenommen wurde? Wie würdet ihr das sehen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich finde dabei halt einfach interessant, bei den Ablehnungskriterien aus dem Auto heraus aufgenommen oder sonst wie nicht richtig ausgerichtet ist. Ne? Ob dann Niantic nicht andeutet, im Grunde ist es so ein Scheißegal, wie ihr die Fotos macht. Die sollen nur einigermaßen aussehen. Also schreibt mir das mal in die Kommentare, das würde mich halt interessieren. Lasst mir ein Abo da, ne? Damit ihr dann mal mitkriegt, wenn ich mal wieder irgendwie auch anderes Zeug mache. Das wäre super, super freundlich. Teilt das Video in euren sozialen Netzwerken. Super, super nett. Und ich gucke mal, dass ich mir vielleicht heute ein paar Thumbs besorge, damit ich mit meiner Halde noch ein bisschen weiter was ausbauen kann, damit die ganze Serie vielleicht doch nicht so schnell abreißt. Da werden wir mal so ein bisschen gucken müssen. Ich gehe mal hier in mein schönes Dingsfoto hinein. Das zeige ich ja auch immer noch mal ganz gerne. Und knuspert gesund und kommt gut durch die Zeit, bleibt gesund und erlebt einen schönen Sommer. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier ausschalte. Tschüssi!